Hallo Leute, heute gibt es wieder ein Curry, und zwar ein grünes Curry. Bevor ich dieses Curry in Angriff nehme, das wird das nächste Video sein, mache ich die grüne Currypaste selbst. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Und für unsere grüne Currypaste brauchen wir 5 von den Schalotten, 3 Knoblauchzehen, 2 grüne, in dem Fall sind das Jalapeño. Man kann auch normale grüne Chili nehmen. Ich habe noch zur Verstärkung 3 rote. Dann haben wir frischen Koriander, Zitronengras, 2 dicke Scheiben Ingwer, Kaffir Limettenblätter getrocknet und eine Limette. Des Weiteren brauchen wir etwas Wasser, etwas Öl, Koriander gerieben, also sprich getrocknet, Salz und Pfeffer. Zunächst befreien wir alle Zwiebeln, in dem Falle Schalotten, von ihrer Schale. Ebenso den Knoblauch. So, Zitronengras schneiden wir hier den Wurzelansatz ab, nehmen uns die ersten Blätter, die doch etwas sehr holzig sind, ab. Ja. Und schneiden uns hier von der weißen Seite ein paar Stücken, also Scheiben ab. Wir merken, dass die ganze Geschichte hier oben doch arg holzig wird. Jo, und zum Schluss nehmen wir uns die Chili, schneiden wir hier oben den Strunk mal ab und ich würde sagen, wir teilen die einmal in der Mitte. Ja. Und mit den Gerinen machen wir das genauso. So, die Schalotten werde ich mal praktischerweise noch vierteln. So, und schon sind wir bereit, die ganze Geschichte in einen Mixer zu geben. So, jetzt schneiden wir uns vom Ingwer, oder beziehungsweise von unseren 2 Scheiben Ingwer, die werden wir jetzt hier so ein bisschen von der Schale befreien. Und ab in den Mixer. Die Kaffirblätter, die geben wir so hinein. Ich kann hier vielleicht noch mal einmal zerdrücken. Aber das macht alles der Mixer. So, vom Koriander gebe ich diesmal mal reichlich hinein und schneide das einfach mal grob mit Stängeln, mit Haut und Haaren, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Und das auch mit hinein. So, und jetzt gebe ich von dem Wasser mal ein, vielleicht 50 Milliliter, mal einen Schluck drauf. Und jetzt können wir anfangen zu So, wir sehen, wir haben schon mal eine breiige Paste.
und Pfeffer. Und etwas Abrieb von der Limette. So, und das sieht sehr gut aus, wenn es jetzt auch noch schmeckt. Das ist natürlich immer äußerst gefährlich, sowas absolut Scharfes zu kosten, aber mir bleibt da eben nichts weiter über. Ich muss das kosten, weil es könnte ja sein, dass noch irgendwas fehlt. Also eins ist es auf jeden Fall, es ist scharf. Aber Salz fehlt noch. Jetzt habe ich eine Pfanne mit etwas Sesamöl aufgestellt und dort wird meine Paste jetzt, ja, wenn man so will, anbraten, ankochen. Jedenfalls wird es die Konsistenz bekommen, die ich gerne haben möchte. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt muss das Wasser verkochen. Nach 4,5 Minuten köcheln habe ich jetzt die gewünschte Konsistenz. Pfanne kann jetzt aus, das kann abkühlen. Ich habe das Glas, das Einwegglas, wo es reinkommt, auch schon mit kochendem Wasser ausgespült. Und ja, wem das Video gefallen hat, der möge mir einen Daumen nach oben geben. Vielleicht, wenn noch nicht geschehen, ein Abo dalassen. Und ja, dann schauen wir mal, was ich daraus mache. Aus dieser grünen Currypaste.